Hallo, ich stelle euch die Excel-Datei Allgemeines Dreieck vor. Hiermit kann man die Seiten bzw. Winkel eines Dreiecks berechnen. Beispiel 1. Gegeben: Seite A, Seite C, Winkel Beta. Gesucht: W. Also wähle ich das Tabellenblatt AC. Winkel: Ich wähle Berechnung 06. Ich gebe in die Zellen mit Schriftfarbe Rot neue Werte ein. Zum Beispiel A gleich 7,6, C gleich 9, Winkel Beta gleich 35. Da ich B suche, sehe ich in Zelle D7 das Ergebnis. B wäre also rund 5,167. Beispiel 2. Gegeben: Seite A, Seite B, Seite C. Gesucht: Winkel Gamma. Ich wähle also das Tabellenblatt ABC. Ich wähle Berechnung 01. Ich gebe in die Zellen mit Schriftfarbe Rot neue Werte ein. Zum Beispiel A gleich 8, B gleich 12,5, C gleich 9. Da ich Gamma suche, sehe ich in Zelle B11 das Ergebnis. Winkel Gamma wäre also rund 45,873 Grad. Wichtig: die Zellen mit Schriftfarbe Schwarz und Braun nicht ändern. Da stehen die Formeln drin. Das war's.